Vielen Dank. Pitt van Beemburgh, es ist mir eine riesige Ehre, Ihnen heute Abend hier den Preis überreichen zu dürfen und Ihnen auch noch ein paar Fragen stellen zu dürfen. NSU 2.0, das hängt in Ihrem Fall auf eine sehr, sehr, sehr gute Weise mit Ihrem Namen zusammen. Sie haben sich da sehr verdient gemacht, Sie haben sich da reingekniet in die Recherche in den vergangenen Jahren und ich glaube, Sie haben es in dem Tweet, den wir gerade gesehen haben, haben Sie von Betroffenen gesprochen. Das war Ihnen auch in unserem Vorgespräch ein total wichtiges Anliegen. Deswegen würde ich da gerne mit anfangen, mit den Opfern. Bezeichnenderweise ist ja Opfer heutzutage ein Schimpfwort. Diese Lesart wollen wir uns hier nicht zu eigen machen. Sie haben mir erzählt, dass Sie sich viele Gedanken gemacht haben über Ihre Rolle als Journalist gegenüber den Opfern, gegenüber den Frauen, die so große Angst haben mussten. Können Sie das nochmal erzählen? Ja, erstmal ganz herzlichen Dank. Ich freue mich natürlich riesig über den Preis und ich würde sagen, ich nehme den Preis auch stellvertretend für diejenigen in Empfang oder ich bedanke mich für diesen Preis, für diejenigen, die unter diesen Bedrohungen zu leiden haben. Denn ganz wichtig ist, dass wir alle eine Solidarität zeigen mit denen, die leiden und die eben bedroht werden, mit dem Tode bedroht werden, deren Kinder, deren Familie bedroht werden von Rechtsextremisten, von Rassisten, die sich irgendwo verbergen, die sich Kürzel wie NSU 2.0 geben und ihre Schreiben mit Heil Hitler unterzeichnen. Und gegen diese Bedrohung müssen wir uns zusammenschließen. Da hat auch die Presse eine Rolle, da sehe ich auch eine Rolle. Und ich habe im Laufe der Recherchen eben sehr eng und sehr vertrauensvoll auch mit vielen der betroffenen Frauen zusammengearbeitet. Und das beruht in gewisser Weise auf Gegenseitigkeit, denn ein Teil des Skandals ist, dass die Frauen nicht von der Polizei, nicht von der Politik, sondern von mir zum Teil erfahren haben, dass ihre Daten illegal auf hessischen Polizeibehörden abgefragt worden sind und dadurch Adressen, Telefonnummern, Faxnummern, persönliche Daten in die widerwärtigen Drohschreiben mit eingegangen sind. Insofern ist mir das ein ganz herzliches Anliegen, dass wir alle uns solidarisch zeigen. Und deswegen will ich auch einen großen Teil des Preisgeldes in diese Richtung vergeben. Es gibt drei Initiativen, die mir sehr am Herzen liegen, die von diesem Preisgeld profitieren sollen. Das ist die Initiative 19. Februar Hanau, die sehr eng mit den Opferfamilien und den betroffenen Familien in Hanau verbunden ist. Das ist Miteinander in Sachsen-Anhalt, deren mobile Opferberatung sehr viel tut, auch im Zusammenhang mit den antisemitischen und rassistischen Attentaten in Halle. Und das ist bundesweit der VBRG, das ist der Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechtsradikaler, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Es ist ja ein Skandal im Skandal. Es ist nicht nur die Geschichte an sich, dieser Hass, diese Hetze, diese Panik, in die diese Frauen versetzt wurden und ihre Liebsten. Es ist eben auch die Verstrickung von Polizei und Politik. Was haben Ihre Recherchen da in Gang gesetzt? Ja, ganz viel. Und das wirft natürlich ein Schlaglicht auf das, was 2 Jahre lang versäumt wurde. Also ich bin seit langer Zeit von Anfang an diesem Skandal dran gewesen, aber die Informationen sind dann sehr konzentriert geflossen und ich habe sie an die Öffentlichkeit gegeben im Juli 2020. Die erste Bedrohung der Rechtsanwältin Seda Bascha Yildiz, Frankfurter Rechtsanwältin, NSU-Opfervertreterin im NSU-Prozess, die dann ausgerechnet sie bedroht wurde mit dem Kürzel NSU 2.0, bedroht wurde, ermordet zu werden. Und in diesen 2 Jahren ist so gut wie nichts passiert. Das hat man erst 2 Jahre später gemerkt. So gut wie nichts. Erst im Juli 2020 wurde ein Sonderermittler vom Innenminister eingesetzt. Und dass jetzt ein Tatverdächtiger gefasst wurde in diesem Jahr und Anklage erhoben ist, ist sicher Teil dieser verbesserten Ermittlungen. Aber was war in den 2 Jahren davor? Der Innenminister hat dann einen Polizeichef, nämlich den Landespolizeipräsidenten von Hessen, entlassen, weil er sich schlecht informiert fühlte über den Vorgang. Aber hallo, gibt es da nicht auch eine Hohlschuld in einem solch politischen Fall für den Minister zu sagen, Polizei, wie weit seid ihr in diesem Fall? Und dann hätte er gemerkt, dass da viel zu wenig passiert. Also das passierte dann im Juli 2020 und ganz wichtig, erst durch die NSU 2.0-Recherchen
ist ja aufgeflogen und durch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, dass es Chatgruppen waren. Die Kollegen von der Taz haben schon davon berichtet, dass es in vielen Polizeieinheiten diese rechtsradikalen, rassistischen Chats gibt, in Hessen sehr intensiv. Und dann wurde eben aufgrund unserer Berichterstattung und des öffentlichen Drucks, der dann entstand, wurde eine Kommission eingesetzt, die sich mit diesen Chats beschäftigt hat. Und wissen Sie, was dabei rausgekommen ist? Hunderte hessische Polizistinnen und Polizisten waren an diesen Chats beteiligt. Und wenn Sie diese Posts sehen, dann zieht sich alles bei Ihnen zusammen. Da wird Hitlerverehrung, Judenvergasung, Rassismus, Antisemitismus, alles gefeiert. Die Kommission ist nicht auf einen einzigen, mit hunderten beteiligten Polizisten, nicht alle haben das da gepostet, aber es hat keiner dagegen was gesagt. Es ist keiner aus einer Gruppe ausgetreten und hat gesagt, da machen wir nicht mehr mit, das geht uns jetzt zu weit. Es hat sich kein einziger an die Dienstvorgesetzten gewandt und hätte gesagt, so geht das hier nicht, da passiert was bei uns. Und deswegen ist nur durch den Zufallsfund, weil die verdächtig waren, im Frankfurter Revier an NSU 2.0 beteiligt zu sein, ist es überhaupt dazu gekommen, dass diese Chats aufgeflogen sind. Und insofern, Recherchen haben manchmal einen Effekt. In diesem Fall war das so. Sie haben ihn gerade angesprochen, im Film war auch schon von ihm die Rede, der hessische Innenminister, dessen mit erste Reaktion auf den Tatverdächtigen, als er denn dann gefasst war, war Erleichterung zu äußern darüber, dass es keine direkte Mithilfe gegeben hatte von Seiten der Polizei. Das heißt, die Vorwürfe waren nicht gerechtfertigt? Ja, das ist natürlich seine Hoffnung, dass er sich auf diesem Weg rausreden kann. Aber ich habe ja meine Perspektive dargestellt. Seine Versäumnisse liegen schon viel länger zurück. Er hatte sehr viel Zeit, sich um die Dinge zu kümmern. Und jetzt ist das die einzige Erleichterung, ist, dass die Anklagebehörde sagt, die Polizisten die Informationen weitergegeben haben, die dann von den Rechtsextremisten für die Drohschreiben genutzt wurden. Die wurden nicht aus rechtsextremer Motivation mutwillig weitergeleitet an den Täter, sondern weil der sich sozusagen betrügerisch als falscher Polizist ausgegeben hat und die sich erschlichen hat. Aber da frage ich auch mal, was ist denn da in der Polizei los? Kann ich einfach in der Polizeistation anrufen und mir gesperrte Daten geben lassen? Hallo? Also das ist ja nun auch ein Skandal im Skandal, eine ganz andere Art von Skandal, die da rauskommt. Und überhaupt diese Geschichten mit den illegalen Datenabfragen, auch darum haben wir uns erst beschäftigt, seit NSU 2.0 am Tageslicht ist. Vorher, es gibt täglich 40.000 Abfragen von polizeilichen Systemen in Hessen allein. 40.000 bis 45.000 Mal. Und es wird mit Sicherheit hundertfach missbräuchlich genutzt, sicher häufiger aus privaten Motiven als aus politischen Motiven. Aber das ist doch was abgestellt werden muss. Das geht doch so nicht weiter. Und auch damit beschäftigt sich die Politik erst, seit die Recherchen in Gang gekommen sind. Bitte. Letzte Frage, Herr von Bebenburg, dass Sie weitermachen, davon gehe ich aus, Sie brennen ja von beiden Seiten. Wie bewahren Sie sich Ihr Vertrauen in demokratische Institutionen bei all dem, was Sie da zutage fördern? Ja, durch persönliche Kontakte. Das ist das, was bei den Recherchen unabdingbar ist. Das wissen alle Kolleginnen und Kollegen. Ich bin sehr geehrt, mit diesen großartigen Kolleginnen und Kollegen hier gemeinsam geehrt zu werden. Und Kontakte bedeuten, man lernt sehr aufrechte und engagierte Politikerinnen und Politiker kennen und man lernt Polizisten kennen, die das Herz am richtigen Fleck haben und die das wollen, was wir auch wollen. Und nämlich Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in diesem Land. Und natürlich das Vertrauen in die Institutionen, da komme ich auf Heribert Prantl zurück, ist auch ein Vertrauen in den Journalismus. Und an dieser Stelle muss ich natürlich auch ganz herzlich den Kolleginnen und Kollegen der Frankfurter Rundschau danken, die überhaupt das möglich macht, dass man solche intensiven Recherchen, zeitintensive Recherchen führt. Bei uns ist es auch so wie bei den Kollegen, das wird zum Glück unterstützt. Ich bin ganz besonders froh, der Kollege Gregor Haschnick hat vorhin schon den Preis für 2020 in Empfang genommen für seine Recherchen, dass also die Frankfurter Rundschau hier für 2020 und 2021 gleich zweimal mit diesem sehr renommierten Preis geehrt wird, ist für uns eine großartige Bestätigung, zumal beide Recherchen eben in Corona-Zeiten und unter Corona-Bedingungen stattgefunden haben. Insofern bedanke ich mich ganz herzlich bei den Kolleginnen und Kollegen und Sie alle wissen es und trotzdem ist es absolut richtig und wichtig, das zu sagen, ohne die persönliche Unterstützung
die man auch im privaten Umfeld bekommt, kann man solche Recherchen unter Druck auch nicht leisten. Deswegen danke ich ganz herzlich meiner Frau Beate, die heute hier ist, meiner Familie und dem Freundesumfeld, denn auch da bekommt man die Unterstützung, die man im Kampf gegen Rechtsextremismus benötigt. Pitt von Bebenburg.